Bevor sich irgendwer wieder über einen elenden Shotgun-Spieler in einem Shooter aufregt, keine Sorge, in Uncharted 4 werdet ihr zur Abwechslung eher Mitleid mit einem Pumpenspieler haben, denn etwas anderes hat der wirklich nicht verdient. Aber was will man auch von einer Shotgun erwarten, die Spizzotti heißt? Mamma mia, it's a me, Spizzotti! Besser bekannt ist dieser italienische Schießprügel auch unter dem Namen Spaz, nur mit dem feinen Unterschied, dass normalerweise, zumindest im absoluten Nahbereich, diese Waffe sofort tödlich ist. Aber nicht so in Uncharted 4. Nee, hier braucht man schon 2 bis 3 Treffer. Mit einer Shotgun wohlgemerkt. Im Vergleich dazu kann man mit der aufgeladenen Melee-Attacke einen Gegner instant down gehen lassen, ansonsten benötigt man aber immerhin auch nur 3 Treffer mit der Melee-Attacke. Also ist eine Shotgun so effektiv wie die eigene Faust. Gut zu wissen. Zugegeben, beim aufgeladenen Nahkampfangriff benutzt man den Enterhaken, womit man wohl schon die ein oder andere Beule einem verabreichen kann. Hierfür müsst ihr kurz L1 gedrückt halten und könnt dann mit Viereck einen Gegner instant down gehen lassen. Das empfiehlt sich vor allem in Situationen, wo ihr genau wisst, dass sich ein Gegner hinter der Ecke verschanzt, den ihr dann auf diese Weise recht oft überrumpeln könnt. Aber diese Shotgun kommt wirklich direkt aus den Abgründen der Hölle. So einen Dreck habe ich wirklich schon lange nicht mehr in einem Shooter gesehen. Wieso sollte irgendwer diese Waffe benutzen, wenn er genauso gut mit der Melee-Attacke angreifen kann? Hinzu kommt auch noch, dass die Feuerrate extrem langsam ist, sodass ihr eigentlich schon verloren habt, wenn der erste Schuss nicht gleich ein Volltreffer ist. Wahrscheinlich wollte man sich so nur extrem von einem anderen Third-Person-Deckungsshooter abgrenzen, der im Gegensatz hierzu eine der mächtigsten Shotguns besitzt. Gears of War. Naja, vielleicht gibt es ja wenigstens im fertigen Spiel noch weitere Waffenvarianten inklusive einer vernünftigen Pumpe. Denn ansonsten werden Freunde dieser Waffengattung wenig Freude in Drakes letztem Abenteuer haben.